here in this tower with these optic machines, I have learned much about the movements of the lights the builder has set above. The divine power of the moon and stars hath been focused into a pool of water, which I name the Lunar Pool. I had hoped the water would show the same properties as holy water, but it doth not. Oh, Mitleid. However, it must hold the builder's grace, for it doth bestow the builder's blessing upon holy symbols immersed in the pool. I shall investigate this further, drawing forth knowledge for the glory of the builder, Brother Renault. Aha. Das heißt, könnte ich dann theoretisch... das da reinwerfen und dann plötzlich... Das war bloß so ein Gedanke! Ich bin super! Okay. Kannst du auch heilig werden, Garrett? Ich bin gut. Wie er da auf mich wartet. Der spinnt wohl. Stalker! Cemetery Key. Aber den Weinkeller habe ich immer noch nicht gefunden. Da fange ich gleich an zu weinen. Oder heißt das überhaupt Wein? Verlese ich mich nur. Nein, Weinkeller. Erzähl mal, wo geht es hier zum Weinkeller? Los. Wir sind jetzt guter Bulle, böser Bulle. Gestehe, wo ist der Weg zum Weinkeller? Hast du eine triefende Nase? Oder was ist das Weiße da vorne? Nasenknochen? Oder hat der Knochen da eine Nase? Keine Ahnung, so gut, ich kenne mich nicht mit der Anatomie des Körpers aus. Das war nicht von Zombies. Wohl, der Knochen ist nicht so weiß. Was auch immer du an deiner Nase hast. Ich frag nicht. Wo ist der Weinkeller? Warum ist die Tür nicht ganz offen?
ja der Weinkeller da. Das Tor habe ich auch noch nicht überprüft. Wir können erstmal da hingehen. Dann tun wir das, Chicken. Chicken, 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 Chicken. Garrett, du warst zu schnell. Ich frage mich, wie viele Untote da herumlaufen. So, können wir schon mal die Tür aufschließen. Nein, so passt. Ja, die Tür aufschließen. Nur leider geht das immer alles von alleine wieder zu. Fünf Feuerpfeile habe ich noch. Verdammt. Nicht im richtigen Winkel getroffen. Ich sollte hier speichern. Ich warte, bis der Zombie kommt. Dann habe ich mehr Zeit, bis die Tür wieder zugeht. Zombie? Hallo? Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Oh, Chicken. Okay, wenn er jetzt von da hinten angelaufen kommt. Ah, es war auch viel zu hoch. Ich krieg das hin. Komm ich dir jetzt halt entgegen. Hallo. Nee, der ist auf Patrouille. Der ist auf Patrouille. Komm her. Ich hab was Schönes für dich. Noch jemand? Das waren zwei. Moment. Waren das nicht auch zwei Löcher? Das heißt, sie sind aus ihren Gräbern gestiegen. Wen habe ich denn getötet? Bruder Renault. Mit euch kann man nicht interagieren, oder? wer auch immer du bist, danke für diese großzügige Spende. Also nur die Leichenteile der Zombies? Nur! Ich glaube, jetzt haben sie Minderwertigkeitskomplexe. Und wer liegt hier? Bruder Matelo. Warum sind da eigentlich Löcher drinne?
Sind das wirklich die Ballen gewesen? Die armen Schweine. Das ist nur aufgemalt. Was soll mir jetzt hier... Was soll es mir jetzt gebracht haben, hier hinzukommen, außer ein... Hammer? Hier könnte ich noch hoch, aber das bringt mir auch eigentlich gar nichts. Ich sehe da hinten was in der Ferne. Was ist das? Sieht aus wie eine Daedra-Ruine aus Morrowind. Ich verstehe. Das ist also deine Heimat, Geralt. Das sieht doch wirklich aus wie so eine Daedra-Ruine. Ah. Keine Ahnung, was das hier mir bringen soll. Muss ich den Hammer da reinwerfen? Warte mal, wer war am Anfang, von wem war die Rede? Da war doch von irgendeinem Typen die Rede. Das Buch habe ich nicht mitgenommen, oder? O Master Builder, we ask thee to bless our brother who hath died in thy service. Forgive him the transgressions of his living days and look with favor on his works in thy name. Plumb and plain, fire and forge, purify his spirit and draw from him all which does not meet thy plan. Take him to serve with thee in thy home where he may rest in peace eternal. Okay. Muss ich irgendeine Zeremonie da machen? Nur wie? Bei wem? Das habe ich wieder vergessen. In der letzten Aufnahme ist wohl noch irgend so ein Name erwähnt. Wahrscheinlich der andere Bruder, oder? Ich kann mich ja hier eigentlich frei bewegen. Nö. Dann gehe ich halt außen rum. Boah, Geralt. Die Frage ist, wo lag das Buch? Das war hier, ne? Nee, das war mit den Feuerpfeilen, sage ich einfach mal. Wenn mir jetzt hier so viele Feuerpfeile schon entgegengeworfen werden, nehme ich an, dass diese, ne, Explosive Device, explosiven Geräte. Das kann man mit Gerät übersetzen, ne? Auch wenn sich das merkwürdig anhört. Erzähl mal, wo ist der Typ, den ich suche? Das Buch. Ich weiß, dass irgendjemand seinen Segen nicht bekommen hat. Hat irgendjemand so erzählt. Ich frage es nur, wer war das? So ein Typ war ja auch irgendwie zu feige, irgendjemand nach einer Segnung zu fragen. So viel weiß ich noch. Da geht's raus. Aber die Küche. Mein Gedächtnis ist wieder mal super, ne? Super Chicken, hast du toll gemacht. Ah, wo lag das Buch? Wo lag das Buch? Lag das in der Kathedrale? Hier eigentlich unten eine... Gab es hier unten eigentlich irgend so eine verschlossene Türe? Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem Weinkeller.